AWI-Kirche Pfingsten. Der Radiogottesdienst für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Thank you.
Hochfest Pfingsten, das heute und gestern gefeiert wird und wurde, ist nicht einfach nur der Abschluss der Osterzeit. Es ist gleichsam das große Erneuerungsfest der Kirche aus dem Geist Gottes. Man könnte also im Prinzip sagen, es ist die Geburtsstunde, der Geburtstag der Kirche. Das Motto der diesjährigen Renovabis Pfingstaktion, du erneuerst das Angesicht der Erde, Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung, entfaltet eine Art pfingstlichen Dreiklang. Erstens, der Geist Gottes, der Heilige Geist, erneuert auch heute die Welt und den gesamten Kosmos. Zweitens, aus dem Antwortpsalm der Pfingstliturgie stammt übrigens der Name Renovabis. Das Hilfswerk will für die Menschen in Mittel- und Osteuropa durch solidarische Hilfe erfahrbar machen, dass der Heilige Geist auch heute die Welt erneuert und die Kirchen in West und Ost in Liebe verbindet. Nun werden Sie sich fragen, was ist denn dieser Antwortpsalm? Ganz einfach, du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Ja, und drittens verweist das Motto auf ein hochaktuelles politisch-soziales Handlungsfeld und es ist dringend Not. Das gemeinsame Haus der Menschheit, die Erde, ist bedroht durch die ökologisch-sozialen Krisenphänomene wie Klimawandel und Artensterben, große Armut und wirtschaftlich-soziale Ungerechtigkeit. Es heißt also, Maß halten, Solidarität und Schöpfungsspiritualität in Dreiklang zu bringen. Und darum dreht sich auch heute alles bei unserem Radiogottesdienst von KW Kirche, den wir natürlich wieder mit dem Kreuzzeichen beginnen möchten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen, geschaffen und gestaltet, um bewohnbar zu sein. Und alles, was da lebt und schwimmt und kriecht und schwebt, wurde uns anvertraut, dass wir es pflegen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen, geschaffen, um für viele Völker Heimat zu sein. Ihr Reichtum wäre groß, verstünden wir es bloß, was sie hat, in Gerechtigkeit zu teilen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen, geschaffen voller Lust und Leid und Schönheit und Schmerz. Gelegt in unsere Hand, dass Weisheit und Verstand sie zur Wohnstatt der Liebe werden lassen. Die Erde ist ein Haus für alle Menschen. Ein Text von Claudia Mitscher-Eibel. Hey child, why are you hiding from the light? Why are you cowering in fright? Don't tell yourself the heavens cast you out and you're falling from grace. You'll get beaten and bruised, you'll be scarred into your core.
but it's gonna make you who you are. When you learn to heal, when you learn to rise again, you can tell the sun amen. Wir sprechen im Zuge der Bewahrung der Schöpfung von ökologischen Zusammenhängen. Das Wort Öko, das leitet sich aus der griechischen Wurzel Oikos ab, was Haus oder Heimstätte bedeutet. Oikos meint dabei aber nicht nur das bloße Gebäude, sondern auch die im Haus gelebten Beziehungen. Papst Franziskus hat daher in seiner Enzyklika Laudato Si den Untertitel über die Sorge für das gemeinsame Haus gegeben. Die Erde ist das Haus für alle Menschen und wir haben den Auftrag, sie zu schützen und zu bewahren. Ich kann Ihnen dieses Buch Laudato Si nur ans Herz legen. Auch ich habe es gelesen und war beeindruckt von dem, was Papst Franziskus dort schon verfasst hat und wie häufig man sich selber wiederfindet in dem, was er dort geschrieben hat. Tilgen unsere Sünden.
Die Schönheit deiner Schöpfung sehe ich, Gott. Im frischen Grün des Frühlings, in den bunten Farben der Blumen, im strahlenden Blau des Himmels. Die Zerstörung unserer Schöpfung sehe ich, Gott, am Absterben der Wälder, an der Ausbreitung der Wüsten, am Aussterben der Tier- und Pflanzenarten. Die Schönheit deiner Schöpfung höre ich, Gott, im ersten Schrei eines neugeborenen Kindes, im morgendlichen Lied der Vögel, im Summen der Bienen. Die Zerstörung deiner Schöpfung höre ich, Gott, durch den Lärm der Maschinen und des Verkehrs, durch das Verstummen der Vögel und Insekten, durch den permanenten Geräuschpegel unserer modernen Welt. Die Schönheit deiner Schöpfung rieche ich, Gott, im betörenden Duft der Rose, im modernden Geruch des Waldbodens, im aufsteigenden Dunst des Morgens. Die Zerstörung deiner Schöpfung rieche ich, Gott, durch die Verpestung der Luft mit Abgasen, durch den Faulschlamm umkippender Gewässer, durch die zahlreichen künstlichen, naturimitierenden Gerüche. Die Schönheit deiner Schöpfung schmecke ich, Gott, im Geschmack des frisch gebackenen Brotes, im Geschmack des herben Weines, im Geschmack des klaren Wassers. Die Zerstörung deiner Schöpfung schmecke ich, Gott, im sauren Regen, der vom Himmel fällt, in der Chemie unserer Nahrungsmittel, in den Geschmacklosigkeiten unseres Konsums. Die Schönheit deiner Schöpfung fühle ich, Gott, im Hauch des sanften Atems, im Wehen des leichten Windes, im Wüten des starken Sturmes. Die Zerstörung deiner Schöpfung fühle ich, Gott, durch die Zerstörung der Ozonschicht, durch die Zunahme der Allergien, durch die Zubetonierung unserer Landschaft. Ein Text von Stefan Federbusch. Lasset uns beten. Du Gott des Lebens, am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt und die Blumen spiegeln die Buntheit deiner Gnade. Wir stimmen ein in das Lob deiner Treue, trotz all der Risse in der Schönheit der Welt. Wir verlassen uns auf dein Versprechen, nicht preiszugeben, was du geschaffen hast, sondern Himmel und Erde zu erneuern durch deine Lebensmacht. Gott, halte dein Wort und breite unter uns eine Hoffnung aus, die alle Müdigkeit und Verzweiflung vertreibt und die uns wach macht zu beherztem Handeln nach deinem Willen. Amen. Fliege, steig hoch und ziehe weit, flieg jenseits aller Kriege, weit weg von Zwist und Streit, ins Land des Friedens gleite, wo's still und ruhig ist, und bleib dort ausgebreitet, bis du selbst friedlich bist, du meine Seele, fliege, 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 du meine Seele. Soweit es geht, es tritt nun ganz zur Seite, was sonst im Wege steht. Lass dich behutsam führen in eine neue Zeit. Dein Gott will dich berühren mit seiner
ein Herz mit zartem Schwung, das es nur wieder spüre. Der Pulsschlag ist noch jung, wenn alles abgefallen und fortgeschoben ist. Und du bei Gott mit allem gut aufgehoben bist, du meine Seele. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut, wenn wir einander lieben. Bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Auch auf schweren Wegen weiß ich, du willst mich alle Zeit begleiten. Deine Liebe meint es einfach gut mit mir. Du bist unvergleichlich freundlich zu mir. Ich darf mich fallen lassen ganz getrost in deine Arme. Ich darf es wissen, Herr, zum Helfen sind sie nie zu kurz. Es soll mir gut gehen, einfach gut in deiner Nähe. Keiner außer dir denkt so freundlich über mich. Keiner außer dir denkt so freundlich über mich. Deine Liebe trägt mich in guten wie in schlechten Zeiten. Auch auf schweren Wegen weiß ich, du willst mich alle Zeit begleiten. Deine Liebe meint es einfach gut mit mir. Du bist unvergleichlich freundlich zu mir. Ich kann gelassen und beruhigt auf meinen Wegen gehen. Ich darf es sicher wissen, du gehst jeden Weg voraus. Und wenn ich nicht mehr weiter kann, bleibst du Herr stehen. Schaust dich um zu mir, wartest liebevoll auf mich. Schaust dich um zu mir, wartest liebevoll auf mich. Und Gewalten fürchten. Ich darf es sicher wissen, du bist Herr der ganzen Welt. Aus deiner Liebe kann mich nichts und niemand reißen.
mir fest, besorgst dich väterlich um mich, oh, du hältst an mir fest, besorgst dich väterlich um mich. Deine Liebe trägt mich in guten wie in schlechten Zeiten. Auf schweren Wegen weiß ich, du willst mich alle Zeit begleiten. Deine Liebe meint es einfach gut mit mir. Du bist unvergleichlich. Ja, du bist unvergleichlich freundlich zu mir. Einfach gut mit mir. Meint es einfach gut mit mir. Du bist unbegreiflich freundlich zu mir. Du bist unvergleichlich. Deine Liebe meint es gut. Du bist unvergleichlich. Du bist unvergleichlich. Papst Franziskus stellt seinen Namenspatron, den heiligen Franziskus, als Vorbild für sein Anliegen dar. Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. Er ist der heilige Patron all derer, die im Bereich der Ökologie forschen und arbeiten und wird auch von vielen Nichtchristen geliebt. So Papst Franziskus. Bereits sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., hat Franz von Assisi am 29. November 1979 zum Patron des Umweltschutzes ernannt. Die Gefährten des heiligen Franziskus erzählen von ihm: Wir, die wir bei ihm waren, haben gesehen, mit welch großer Betroffenheit und Liebe er die Geschöpfe liebte und verehrte. Und durch sie wurde er innerlich froh. Sein Geist wurde mit Zärtlichkeit und Mitleid zu allen Geschöpfen erfüllt, sodass er verwirrt wurde, wenn jemand die Dinge ohne Ehrfurcht behandelte. So sprach er auch voll Begeisterung mit den Geschöpfen, als ob sie ein Gefühl für Gott hätten, verehren und sprechen könnten. Und viele Male geriet er dabei in jenen Zustand der Betrachtung Gottes, in dem das Zeitgefühl einfach mal so schwand. Franziskus liebte Blumen und Kräuter, so dass er den Bruder, der den Garten bestellte, bat, nie das ganze Erdreich mit Gemüse zu bepflanzen, sondern einen Teil des Gartens für Blumen freizulassen. Auch pflegte er intensive Beziehungen zu den Tieren und bat darum, dass man an Weihnachten Ochs und Esel mehr Korn und Heu gebe als sonst, dass man Weizen und Korn auf die Wege streue, um den Vögeln, vor allem den Lerchen, Nahrung zu geben. Franziskus tat dies, weil für ihn alles Geschaffene keine bloße Umwelt ist, sondern eine Mitwelt. Die Schöpfung und mit ihr die Geschöpfe sind um ihrer selbst willen da, nicht als Gebrauchswert für den Menschen. Sie sind Schwestern und Brüder, so besingt es Franziskus in seinem Lied der Geschöpfe, in seinem bekannten Sonnengesang. Als Mensch weiß er sich geschwisterlich eingebunden in das Gesamte, auch wenn der Mensch in gewisser Weise die Krone der Schöpfung ist. So sagen wir es ja gerne, geht sein Auftrag nicht dahin, die Natur zu beherrschen und auszubeuten, sondern sie zu hegen, zu pflegen und zu bewahren. Franziskus spricht in seinem Sonnengesang von unserer Schwester, der Mutter Erde, die uns trägt und lenkt. Franziskus gebraucht in seinem Lobpreis eine Urform des Wortes, das heute eines der meistverwendeten im Kontext der Ökologie ist. Ich spreche jetzt hier gerade von Nachhaltigkeit. Franziskus ist hier also tatsächlich höchst aktuell. In seinem Sonnengesang verbirgt sich ein bzw. das ökologische Leitbild unserer Zeit. Papst Franziskus stellt auch in seiner neuesten Enzyklika Fratelli Tutti den Bezug zum heiligen Franziskus und seiner Idee einer universalen Geschwisterlichkeit her. Da alles miteinander verbunden ist und alle Geschöpfe Schwestern und Brüder sind, dürfen nicht mehr Unterwerfung, Machtausübung und Ausbeutung unser Handeln bestimmen, sondern Ehrfurcht und Demut, Achtsamkeit und Fürsorge.
Wir haben gute Vorsätze, doch wir wissen, dass unser Tun nicht allein gelingt. Deshalb lasst uns nun Gott bitten, uns in unserem Bemühen zu unterstützen. Umweltschutz beginnt mit jedem Einzelnen, mit kleinem und großem Müll, mit kleiner und großer Verschwendung. Guter Gott, stärke unser Bemühen, mit deiner Schöpfung wieder verantwortungsvoller umzugehen. Wir möchten so leben, dass für alle genug zum Leben da ist. Guter Gott, lass uns erkennen, was wir wirklich zum Leben notwendig brauchen, an Lebensmitteln, an Kleidung, Wasser oder an Energie. In Gottes guter Schöpfung ist genug für alle da. Guter Gott, lass uns sehen, wo in der Welt welche Dinge zum Leben reichlich vorhanden sind und wo wir davon miteinander teilen können. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Not leiden. Insbesondere die Kinder leiden in den Armutsvierteln der Städte unter erschwerten Lebensbedingungen. Guter Gott, sei bei uns in unserer Trauer über Ungerechtigkeit und Not in der Welt und berühre unsere Herzen, dass wir bereit sind, uns für andere einzusetzen.
Guter Gott, führe du unsere guten Vorsätze und unser Bemühen zum Erfolg, damit wir eins werden mit dir und deiner guten Schöpfung, in der wir zusammen als eine große Menschheitsfamilie leben können. Amen. In den Wochen vor und nach Pfingsten denken wir bei der Aktion Renovabis besonders an die Menschen in Mittelost- und Südosteuropa. Seit 28 Jahren unterstützt das Hilfswerk Renovabis die Menschen dort vor Ort materiell und ideell, unter anderem dabei, ihren Lebensraum zu gestalten und am gemeinsamen Haus Europa mitzubauen. Die diesjährige Pfingstaktion steht unter dem Leitwort »Du erneuerst das Angesicht der Erde«. Dieses Wort aus dem Psalm 104 erinnert uns daran, dass Gott es ist, der Tag für Tag erneuernd wirkt. Mit dem Du können aber auch wir uns angesprochen fühlen, als seine Ebenbilder für die Bewahrung seiner Schöpfung einzutreten. Und so beten wir nun gemeinsam, so wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Come here.
Natürlich gehört zu einem Radiogottesdienst auch ein Abschlusssegen. Der kommt diesmal von der katholischen Pfarrei St. Antonius in Herten. Wir bitten um den Segen Gottes und schauen dazu in das Evangelium von Pfingsten. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sind die Worte Jesu im Pfingstevangelium. Er spricht sie zu den Jüngern, die sich in Furcht versammelt haben, wie wir lesen. Aber er lässt sie nicht in ihrer Furcht, nein, er haucht sie an. Künftig wird sie der Hauch Gottes, der Atem Gottes bewegen. Gottes Geist ist den Jüngern eingehaucht. Gottes Geist, der begeistert, der erfasst, der führt, leitet, ja, der Leben ermöglicht. Daran erkennen wir ihn. Wohin will dieser Geist uns führen? Wohin treibt mich sein Impuls? Eine Anregung kann uns dazu das Motto der Pfingstaktion Renovabis 2021 geben. Es lautet: Du erneuerst das Angesicht der Erde, Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung. Hier ist von Solidarität mit Christen in den Ländern des Ostens die Rede, will sagen, Solidarität mit Schwestern und Brüdern im Glauben. Wir können sie stärken und aufrichten mit allem, was wir geben, nicht nur Geld, auch Aufmerksamkeit und Engagement. Aber wir bekommen auch etwas, denn unser Engagement und unsere Aufmerksamkeit weiten unseren eigenen Blick, der dann hinausgeht, hinaus über die Grenzen des eigenen Landes und der eigenen Kultur, auch der eigenen wirtschaftlichen Interessen. Wenn Gott das Angesicht der Welt erneuert, tut er es dann nicht auch auf diese Weise? In diesem Sinn dürfen wir um Gottes Segen bitten. Gott, der Ewige, Jesu und aller Menschen liebender Vater, er erneuere auch uns. Er schenke uns gute Ideen und neue Gedanken. Er wende unseren Blick auf die Menschen. Er ermutige täglich zu neuem Beginn. Er sensibilisiere die Völker füreinander und stärke ihr Miteinander. Und erneuere die Erde, auch durch unser Tun. So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Oh.
Das war der KW Kirche Radiogottesdienst zu Pfingsten und das war es auch erstmal für KW Kirche mit der zweiten Staffel. Wir machen jetzt Sommerpause und kommen wieder im August. Und zwar genauer gesagt am 9. August. Dann gibt es wieder KW Kirche. Wenn Sie auf uns aber nicht verzichten möchten die nächsten zwei Monate, empfehlen wir Ihnen natürlich unseren Podcast. Da gibt es weiterhin Impulse, Nachrichten aus dem Kreis Recklinghausen und der Welt der Kirche. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und gesegnet. Ihr Oliver Kelch. Tschüss. Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu. Immer anders. Der KW Kirche Podcast. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Amen.
Island, ne? Ist einfach dieselbe Band wie vom letzten.